Moin, moin und hallo, einen gruseligen guten Tag. Wir spielen die Demo des gerade heute erschienenen System Shock Remakes. Ein Spiel, ja, ich glaube, es war aus dem Jahre 1994 oder was, 96, sagen wir Mitte der 90er, was damals ja, relativ populär war. Und wir schauen mal, was dieses Remake kann. Wenn ihr was über die Bedeutung dieses Spiels wissen wollt, empfehle ich euch das Internet oder Wikipedia. Wir machen einfach mal New Game. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es gerade gestartet. Wir gucken zum ersten Mal gemeinsam ran. Rein, meine ich. So, was haben wir hier? Kampf. Ich habe kaum noch Erinnerung. Ich glaube, wir haben das mal damals, als wir für Game One so eine Pilotfolge gedreht haben, in der es um Deus Ex ging. Da haben wir so über Cyberpunk und die Entstehung und so gesprochen. Und ich meine, dass wir da auch über System Shock geredet haben. Rein geht's. Das ist sehr lustig. Ein bisschen Meta, die Unreal Engine verbaut. The following daily summary for Thursday, April 7th, 2072 is brought to you by the Tri-Optimum Corporation. It's been a beautiful day in New Atlanta. Sector 11 in particular has a beautiful sunset right now. Temperatures are set to hit a monthly high of 28 degrees Celsius for the next 2 days. And the current visibility forecast for air traffic is hazy with pockets of Atlanta fog starting at 120 meters going into the weekend. Fetzige Musik, oder? So stellt man sich immer so Zukunftsmusik vor. Es ist immer so elektronisches. Einfach nur so Töne, ne? So, ich glaube, sowas wie Folk-Music oder so ist einfach komplett tot. Gibt's in der Zukunft einfach nicht mehr. Ich mach übrigens nichts, ne? Das Spiel startet automatisch. Kann auch nicht gucken und nix. Citadel Station completed construction in 2062 and has been Tri-Optimum's flagship space station, specializing in robotic, genetic and pharmacological research. Oh hier. Ist das unsere Zielperson, die wir liquidieren müssen, oder was ist das jetzt hier? Ah, yeah, oh, jetzt. Das war mal ein fließender Übergang. Oh, das ist unsere Butze. Natürlich alles komplett hier. Guck mal hier. Die for Donuts. Brute Forcing Password. Dann ist das wohl nicht. Oh, was ist das? Ist wahrscheinlich nicht unsere Butze, ne? Sonst würden wir nicht irgendwelche Passwörter brute forcen. Message is brought to you by the Tri-Optimum Battle Hawks. Fancy a change of career? Feeling the need for a new challenge? Want to work with the brightest minds on this planet? Okay, so ist Dingsen. Okay, ist klar. Was haben wir hier? Game Break. Virtual Reality. Das war mal prophetisch. Was ist hier mit. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Ah, warte, Login succeeded. Continue. Yes. Wir hacken uns da mal richtig in den Laptop rein. Ey, guck mal, die können sich richtig hacken. Okay, wir kriegen irgendwelche Implants. Cyberpunk. Lässt grüßen. Oh, was ist das? Hier wird geradet, ne? Jetzt müssen wir kämpfen. Entschuldigung, ich habe nichts gemacht. Hier. Ich war nur am Computer und hab mir irgendwie The Office, Staffel 17. Okay. Ist das die Citadel, ja, ne? Remember, gentlemen, what I say stays here. Ja. I'm currently attending to other affairs on the station.
But I have a job for you. If you do it, you'll be rewarded. Refuse, and you won't be leaving the station in a shuttle. I see the silent type. Remove the hood. Und wieder direkt einen auf die Wange. You a deal. You cooperate and I'll give you the implant you tried to steal. Symmetry and all. Consider it a gift. Besides, what surgeon would you prefer? Try Optimum's Elite or some black market hack job? Fantastic. This is Shodan, the station's AI. She controls just about every system on Citadel Station. I need you to remove the ethical restraints. They've been a bit of an issue of late. Gut, also wir hacken uns in diese KI rein und müssen ihr ethisches Programm entfernen, dass sie eben einfach keine Moral mehr hat und vermutlich Menschen einfach wahllos zu Schaden kommen lassen kann danach. Ist ja wegen der Robotergesetze von Asimov, darf man das ja nicht, ne? So, hacken wir uns rein. Wir sind auf jeden Fall ein krasser Hacker. Wir sind der Einzige, der das kann. Die anderen Verbrecher können das nicht. Und dann kriegen wir gleich das Implant. Und dann sind wir ein bisschen enhanced. Guck mal, der hat kein Gesicht. Der hat nur Zähne und Augen. Habt ihr gesehen? Das wird wieder gehackt. Wir booten. Wir werden gebootet. Unsere neuen Errungenschaften, unsere ganzen Chips und so. Elon Musk freut sich. Elon Musk hat als Kind auch System Shock gespielt. Beziehungsweise, wie alt ist der eigentlich? Da war der gar kein Kind mehr. Da war der schon Teenager. So. Hier ist unser Neural Interface. Aber wir haben noch nichts, ne? Ich nehme einfach alles mit und ich weiß nicht, warum ich das mache. Man kann alles mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Und man kann es verkaufen. Guck mal hier. Man kann es auch vaporizen. Recycle Rewards. Okay, das wird wahrscheinlich im Laufe des Spiels eher abnehmen, dass ich da Sachen... Netpack. Ich nehme das jetzt nicht alles mit, das ist doch Quatsch mit Soße. Oh, Waffe? Okay, das ist gut. Jetzt haben wir hier so eine Map. Oh, Entschuldigung. Multimedia Data Reader. Zack. Oh, ne, guck mal hier, das ist eine iWatch. Sehr, sehr gut. Da haben wir jetzt richtig was mitgenommen. Das wollten wir hier alles, das brauchen wir alles. Aus Chip vorhalten und weiter geht's. Oh. Ich glaube, das ist die Speicherstation, oder? Also die Dinge überschlagen sich hier auf jeden Fall gerade. Warum sind hier so Taschentücher? Sind das diese Taschentücherrolle? Oder was ist das? Ich weiß es nicht. Spielt sich auf jeden Fall erstmal ganz flüssig so. Der Ersteindruck. Wieso habe ich hier so viel Shit mitgenommen? Ich weiß es nicht. Die Menschheit ist auf jeden Fall in Gefahr.
habe die einfach kaputt ge... Ich hau erstmal zu, ich stell keine Fragen. Ich hau erstmal alles um. Der sieht aus wie ein Borg. Okay, ein bisschen Energie zurückbekommen. Das ist da oben rechts zu sehen. Wo können wir denn eigentlich den ganzen Schmonz recyceln? Ah, da können wir, guck mal, da können wir uns ducken. Und dann kommen wir da weiter. Vielleicht ist das ein... Okay. Ein neues Lock. Ja, ich drücke F. Hat nicht funktioniert. Der Code ist hier nebenbei. Okay, dann gehen wir erstmal da unten in diese geheime, diesen Geheimschacht rein. Die ganze Zeit kriegen wir irgendwelche neuen Implantate übrigens. Bekommt man die hier irgendwo? Da Head Mounted Vision Unit. Das ist Navigation and Mapping Unit. Aber was ich mich gerade frage ist, wieso kann ich nicht... Ah so. Ah. Da, das wollte ich. Play audio. Shodan has locked down the elevators. Mira says if we can lower the security on the level, we'll be able to gain access to restricted areas and get the lifts moving again. She says smashing cameras and taking the medical CPU nodes offline will help, but I don't see the point. This thing is everywhere. Das ist alles nur Müll, 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 Müll. Braucht man nicht. Also ich glaube... Oh shit. Ist das... Kaputt. Ich hau erstmal alles... Ich mach alles Kameras und so. Ich mag das überhaupt nicht. Jetzt hau ich einfach alle Kameras immer sofort kaputt. Ich stelle auch keine Fragen mehr. So, haben wir hier den Code jetzt gefunden? Hatten wir den schon gefunden? Vielleicht in irgendwelchen... New Code. Da steht's doch. 451. 4, 5... Ey! Was? 4, 5, 1. Ah, lalalala! Zombies! Oh, die können aber richtig was ab, die Zombies. Noch mal vorsichtshalber auf den Kopf. Und einmal noch. Triple Tap. Okay. Also ihr seht, hier sind Bio-Experimente. Menschen werden einfach zu Monstern gemacht. Das, oh. Welcome back to Citadel Station. We hope your somnolent healing stage went well. Ja. Today is the 6th day of November. Year 2072. You are currently in the healing suites, located on the first level. Level 2 contains the research laboratories. Uh-huh. 3 houses the Department of Maintenance, and the storage cells are on level 4. The flight deck is on level 5. Level 6 holds crew facilities and executive suites. And level 7 is systems engineering. Level 8 houses the Department of Security. The bridge is located on level 9, and energy systems on level R. All levels can be accessed by the elevator in Alpha Quadrant. We hope you have a pleasant stay. On Citadel Station. Oh shit. Oh shit. Eigentlich wollte ich das... Oh shit. Okay. Oh shit. Warte. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Oh shit, ich kann mich heilen. Wie war das noch? 8. Okay.
auch. Shit. Der ist tot. So hungry, sagt er. Oh, er hat einfach richtig Hunger. Au. So, ich. Ah! Die haben einfach. Die können auch nichts dafür. Die sind super hungrig. Ich weiß nicht, also wann war der Zeitpunkt, als die ihre Klamotten ausgezogen haben? Wurden die nackt schon so gemacht oder waren das irgendwelche armen Mitarbeiter, die wurden einfach da auf eine Bahre gelegt, haben eine Spritze bekommen und sind einfach so aufgewacht. Wer hat sie ausgezogen? Haben sie sich selbst ausgezogen, weil ihnen sehr warm ist? Man weiß das alles nicht. Gehen wir mal hier rein. Man kann ja wirklich alles aufnehmen, ne? Okay. Der ist nicht nackt. Sehr gut. Der ist auch schneller gestorben. Ich habe auch direkt auf den Kopf getroffen. Und wieder irgendwas hochgeladen. Ich habe ehrlich gesagt kaum noch Erinnerungen an das Spiel. Aber ich denke, es ist irgendwie sich selbst sehr treu geblieben, ne? Okay. Stecken wir den Kopf rein. Okay, Matrix. Pulsar Combat V1 Software acquired. Okay, kann ich jetzt mal ballern oder was? Autsch. Wow, Autsch. Okay, ich sollte nicht so gegen die Wände fliegen. Das ist schon ziemlich abgefahren. Oh, warte mal. Habe ich bekommen, was ich wollte? Ich glaube, oder? Hätte ich an der anderen Seite noch rausgekonnt? Ich hoffe nicht. Ich bin ja quasi zurückgegangen, ne? Aber was habe ich denn jetzt bekommen? Ich dachte, ich habe irgendeine Schusswaffe oder irgendwas bekommen. Habe ich aber gar nicht. Jetzt so ganz viele Buffs habe ich hier irgendwie. Der Rasenmähermann wird blass von Neid, ja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt alles gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Zu ist gelockt. Hier waren wir schon. Noch zu. Ah, die war für den Cyberspace. Also im Cyberspace kann man des Öfteren Infos erhalten, Knoten freischalten, die Sachen in der Echtwelt steuern etc. Ah, okay, interessant, gut. Dann lass uns mal gucken, hier haben wir eigentlich alles gesehen. Hier geht es nur um diese Cyberwelt. Dann gehen wir mal zurück. Noch diverse Türen, die wir noch nicht untersucht haben. Hier ist doch wieder was. Ja, das war's. Okay, sehr gut. Man muss schon versuchen, den Kopf zu treffen, dass es hilft. Oh, der hat seinen eigenen Laborfreund, der auch ein Zombie ist. Einfach Oder ist der, hat er den ausgesaugt und deswegen sieht er so mumienhaft aus? Ich weiß es alles nicht. Ist da unten nicht ein. Ne, kann man nicht aufmachen. Gott, ist das gruselig. Ich wusste gar nicht mehr, dass es so gruselig ist. Das ist natürlich heute jetzt, man hat so viele Horrorspiele schon gesehen, das hat natürlich ein bisschen jetzt was von seiner Bedrohlichkeit verloren. Das wirkt dann natürlich vielleicht hier und da so ein bisschen komödiantisch fast schon. Aber hey, das ist halt ein Remake eines, was weiß ich, 25 Jahre alten Spiels. Und nein, noch älter, 28 Jahre alt. Und übrigens, was nie alt wird, ist eure Unterstützung. Herzlichen Dank, Ansuil. Die Extra Hammer Bagsy, herzlichen Dank für den Support. So, wir gucken mal weiter. Hier ist zu, ne? Hier kommen wir nicht durch. Tütüt. Hier waren wir schon. Was gibt's denn noch? Hier waren wir noch nicht. Was ist da oben? Das ist eine Außenkamera von der Citadel. Hier ist doch wieder so ein ekelhaftes Monster. Oh, noch so ein Borg, ey.
Au. Aua, der hat mich richtig gegeben. Au. Okay, shit. Okay, ich brauchte nur noch einen Schlag. Das ist einfach ein Borg! Da spratzt das Pixelblut. Okay, ich geh mal ein bisschen Berserk. Hier kann ich meine Energie wieder auffüllen. Das mache ich natürlich gerne. Ich nehme sofort meine Energie zurück. Wow! Oh, was ist denn das? Ich sehe irgendwelche Geister hier oder was? Ah, oh, was ist das? Der Berserk-Modus? Ne, ich bin gleich tot. Es ist der Nahtod-Modus. Ich sehe mich selbst schon. Zombiehaft. Also, was habe ich hier bekommen? Trioptimum Handbook. Holt was? Das kann man gleich erkennen, was man halten soll. Oh nein, da kommt was. Kommt was? Oh, weiß es nicht. Erstmal, wir fahren erstmal runter. Oh no, oh no, oh sch. Wir sind uns schon einig, dass das jetzt frech war, oder? Okay. Es ist halt ein schwieriges Spiel. Früher waren Spiele schwierig, heute sind sie so leicht geworden, dass sie jeder spielen kann. Oh Mann. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich hier schon alles gemacht habe. Aber die sind schon tot. Ja, stark. Okay. Das haben wir schon alles erledigt. Das ist ja fantastisch. Aber hier wird noch weiter rumgegrunzt in dem Fall. Eieiei. Gruselwusel. What function? Priest. Ne, der ist der. So, immer auf den Kopf. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Leben verliere. Ohne Fragmentation Grenade, das ist sehr, sehr gut. Die kann ich diesem anderen Unhold gleich mal ins Gesicht schmeißen, würde ich sagen. Warte, Fragmentation, Grenade, da. Packen wir mal hier auf die 7. Und wenn wir gleich diesen komischen Cyborg da sehen, dann mache ich ihn einfach platt. Tschüss. Ich mag nicht überwacht werden. Das ist nicht mein Ding. Ey, früher war das ja so gruselig, ne? Okay. Nice. Tschüss! Sehr wirksam, mag ich. Okay, was haben wir hier? Da darf ich nicht durch, logischerweise. Ich hatte keine weitere Granate mehr. Das sind halt original 1 zu 1 Borgs, ne? Shit.
Oh shit, okay. Wow. Ich habe jetzt nichts irgendwie. Ich kann Berserk gehen. Ich gehe mal Berserk. Ja! Ja, Berserker-Modus! Wer will noch? Ja. Keiner mehr da! Aber ich bin doch Berserker, wo soll ich denn jetzt hin mit meiner Berserkerkraft? Ja. Wir wissen es nicht. Kann ich hier irgendwas... Kann ich dem irgendwas entreißen hier, dieser Maschine? Ich glaube nicht, ich kann die nicht wirklich looten. So, wo ist denn jetzt hier dieses, wo war das denn jetzt? Dieses Speicherding. Ich gehe da natürlich nicht wieder runter, ich bin echt wahnsinnig. Da oben. Kill what I find. Da ist es doch. Schnell, kurz mal, das nutzen wir mal eben. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nicht mehr so viel Leben, aber das ist uns auch egal. Wir fahren jetzt nicht direkt wieder mit dem Fahrstuhl. Aber da hinten ist doch noch ein Loot. Ne, das ist oben, ne? Oder? Ne, das sind die Kameras. Hilfe. So, die hau ich immer weg, die Kameras. Ist doch klar. Ist kein Fan von. Da ist ein Zombie. Oh Gott, der kommt irgendwie einfach mal völlig... Ach du Scheiße. Au, ey, shit, hier ist eine Wand. Doch nicht. Okay, fuck, kommt der Borg noch? Irk, oh, ich bin bald tot. Ja, da hinten ist der Borg. Ich brauche Medizin, sonst bin ich gleich tot. Das lohnt sich nicht, das zu benutzen. Oder komme ich dann mit voller Health wieder? Ich weiß es nicht. Aber das werde ich nicht mehr schaffen da hinten. Ich brauche Health. Habe ich Health? Nee, ne? Habe ich irgendwas? Was ist das hier denn eigentlich? Kann man die nutzen? Nee, die ist leer wahrscheinlich. Ich habe dann Stamina Simulant. Achso, das habe ich ja schon da drin, ne? Ich nutze das jetzt einfach mal. Mach das mal eben. Bringt mir ein bisschen was, aber ich werde das nicht überleben hier gegen diesen Borg. Geronimo! Oh, tot. Okay. Ja, das war jetzt aber auch sehr, sehr schwierig. Achso, das ist eine Powerstation. Ich dachte, ich speichere da vielleicht. Okay, nicht bitte die ganze Animation nochmal sehen. Ich weiß, ich bin besiegt worden von den grässlichen Horden. Ich werde jetzt einfach zu einem Cyborg, seelenloser Diener des Grauens. Peon des Bösen. Continue. Ja, ey, früher, ich sag's euch, Leute, ihr wisst das ja alles nicht mehr, weil ihr so klein seid noch. Aber früher war ein Spiel halt einfach derber schwierig. Das war eigentlich kaum zu schaffen. Wenn du früher mal ein Spiel geschafft hattest, dann. Oh nein, ich bin hier. Shit, ich hätte wirklich mal speichern sollen. Ich hab gedacht, diese Energiedinger speichern auch, weil ich da vorhin. Ich hab's falsch interpretiert. Das war mega dumm. Stellt sich raus, ist gar nicht so. Ich kann es nochmal machen. Da habe ich das doch teilweise schon richtig gut erledigt, alles. So, die sind schon hinüber, das ist super. Hallo? So. Tschüss. Ja, müssen wir nochmal machen, ne? Wie speichert man denn? Ich kann ganz normal hier okay. Ich hatte das irgendwie, habe ich gedacht, man speichert nur an, man kann ganz normal speichern, wie man will. Freies Speichern. Okay, das ist ja viel einfacher.
schon behauptet, dass... Oh nein, wo ist die Granate? Wollte ich die Frag Grenade? Ach, hör doch mal auf, ich bin noch nicht so weit. Ich wollte meine... Wo ist die Frag Grenade? Shit, wo hatte ich die aufgesammelt? Hier hatte ich die aufgesammelt. Oder? Oh nein, jetzt bin ich im Panikmodus. Das ist total dumm. Okay, einfach mega dumm. Sieh das? Oh, 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 oh! Hab ich die eben übersehen oder was? Wie geil ist das denn jetzt? Oh, 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 oh. Hab ich die vorhin übersehen? Wie konnte das denn geschehen? Das kann ich doch nicht übersehen haben. Ja, da bin ich aber zu Recht gestorben. Das, ich habe nur die Fragmentation... Never. Oh, was ein schlechter Spieler ich bin. Ja, das ist jetzt ja ein völliger Gamechanger. Hahaha. Jetzt können wir mal auf Augenhöhe kämpfen. Doch. Exakt das passiert. Was ist da Geiles? Irgendwas Geiles eingesammelt. Noch eine Frag oder was? Geben Sie mir sofort Energie zurück. Sofort safen. Enter safe. Safe, safe. Okay, warte. Create new safe T. Ah, new safe created. Hoffentlich. I don't know. Müsste eigentlich geklappt haben. Okay, okay. Jetzt bin ich richtig gut drauf. So, habe ich hier irgendwie so ein Medi-Schmedi noch? Ich habe mich ja gerade überhaupt nicht gut angestellt, muss ich ja wirklich sagen. Sight Vision Enhancement. Damaged Spark Beam Sidearm. Ja, das Damage bringt mir nichts. Und ein Stethoskop, warum auch immer ich das habe. Jetzt ist es natürlich sehr viel einfacher alles. Ab jetzt bin ich unbesiegbar. Da müssen wir natürlich irgendwann durch. Ist klar. So. Ab jetzt fliegen wir hier durch. Gar kein Problem mehr. Das ist einfach sowas von... Das sind einfach alles Borgs. Au! Shit. Au. Au. Ah! Shoot! Immer im Kreis. Immer an seiner Pistolenmündung vorbei. Alter! Oh! Okay, was ist das? Auch wieder so eine Damaged. Beide Damage, kann man die trotzdem irgendwie... I don't know. Hab ich überhaupt noch irgendwie... Nee, ne? Zwei Schuss. Ach, das ist natürlich sehr wenig. So, Kamera da oben. Weißt du, was mein Gefühl ist? Du hast mich verraten. Deswegen stirbst du. Und du auch. Ohne deine verräterischen Augen sehen die Borgs doch nichts. Die sind doch darauf angewiesen, dass du denen meine Position verrätst. Jetzt soll ich mal wieder speichern, was? Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen Schaden genommen habe. So, wie läuft das jetzt? Wenn ich jetzt sage... Ah ja, neuer Safe Created. Das ist doch fantastisch. Okay, aber jetzt ist das Spiel natürlich sehr viel einfacher, weil ich weiß, dass man einfach easy speichern kann. Kein Problem. Oder warte mal, da sehe ich doch eine Health-Geschichte. Da muss ich aber sehr weit zurück. Wie komme ich da rein? Hier rechts. Hier runter.
geradeaus und dann muss hier irgendwo noch ein Health. Hier ist Medizin. Oh, okay, shit. Das ist ein bisschen Fallout-artig. Jetzt muss ich den Kladderadatsch hier lösen. Sehe ich das richtig? Okay, warte, ganz ruhig. Wie war das jetzt noch? Muss ich einfach alle verbinden oder wie? Düd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 ü
Ding auch so einfach am Kopf aufgehängt? Das ist doch, da bricht doch alles durch. Aus. Continue. Okay, wann hatte ich zuletzt gespeichert? Ich saß natürlich jetzt relativ lang an diesem lächerlichen Rätsel. Das wird jetzt ja wohl nicht der Autosave gewesen sein, sondern... Ja, okay, das ist alles gut. Hatte ich das hier schon gemacht? Ich habe einfach überhaupt gar kein Leben mehr. Ich hatte doch... Da, genau, da ist dieses Matt-Zeug. Da wollte ich hin und dann bin ich hier links lang gegangen. Und ich muss links, 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 links. Guck mal, hier geht's auch nochmal in so eine... So, da bin ich... Bin ich dadurch? Ihr weiß nicht mehr. Hier war ich doch schon, ne? Wo war dieses... Ich will jetzt... Ich bin auf der Suche nach dem Madpack. Das war da... Dieses... Dingsbums... Oh, hier habe ich noch wieder was Geiles übersehen. Warte mal, wo muss ich jetzt raus? Das ist ja der einzige Weg. Wo? Es ist nicht so einfach. So, hier geht's raus, wenn ich... Da geht's runter, da waren die Waffen und so. Ups, das geht noch nicht auf. Da, ich laufe hier im Kreis. Da muss ich da irgendwie runterkommen. Kann man die Map... Ah, mit M kann ich sie... Da. Ich muss doch einfach nur zurück und dann da rein. Das muss doch gehen. Also, das schaffe ich jetzt. Zack. Jetzt hier runter, sehe ich das richtig? Immer geradeaus und dann irgendwann links. Und da steht irgendwas. Stay away. Ja, ist zu spät. Nee. Hier, dann einfach in dieser... Nee, warte. Boah, das ist so ein bisschen schwierig. Hier. So. Hier war ich doch auch schon. Oder? Ist der schon hinüber? Der ist doch schon hinüber. Genau. Und hier hatte ich irgendwie... Da ist die Station. Hier kann ich mich heilen. Sofort heilen. Steigen Sie rein in den Alkoven. Einmal maximale Heilung, bitte. Piep, 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 piep. Scan, 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 scan. Initiate. Sanitäts-Nanosonden. Hammer. Ich habe dieses Spiel einfach drauf. Das muss man sagen. Und wir wollen safen. So, geil. Hi. Hi. Einmal kurz umgedreht. Oh Gott, der hat auch schon so ein ausgedörrtes Gesicht. Okay, das ist doch der absolute Oberhammer gewesen. Jetzt gehen wir wieder raus. Da waren wir auch am Anfang drin. Da, genau. Okay. Ne, hier haben wir... Warte. Da kamen wir raus. Hier links müssen wir... Da. So, und jetzt überlegen wir mal. Da kommen wir nicht rein. Da blinkt's, da dürfen wir nicht. So, jetzt wollen wir zurück an die Konsole, an der wir vorhin waren. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist ein bisschen unübersichtlich. So, da ist zu, da kommen wir noch nicht durch. Wo war noch diese Konsole? Hier unten nicht. Hier war die Waffe und so, ne? Hier war das nicht. Da geht's noch... Nee, das war hier nicht. Wo war denn das nochmal? War das hier Central Hub? Oder da? Da gehen wir nicht. Machen wir mal hier gleich links. Oder ja, links. Raus und dann links. Hier schnüffelt doch schon. Hört ihr das? Irgendwas schnauft und schnüffelt. So, da waren wir doch. Das wollen wir nicht. Hier war das. Ah, verborgen hinter so einer Konsole. Deswegen habe ich das nicht auf Anhieb gefunden.
So, falls ihr noch nie Videospiele gespielt habt, da werdet ihr wahrscheinlich nicht wissen, wie das geht. Ich zeige euch das kurz. Relativ einfach. Man muss die leuchtenden Elemente miteinander verknüpfen. Das kann man, wenn man sehr klug ist, relativ schnell machen. Und da muss man auch nicht lange überlegen. Ich zeige euch das mal. So, bam, richtig gut von mir gemacht. Da unten ist das. Siehst du wohl. Oh, warte mal. Ist das der Lift jetzt? War das die Liftenergie? Ich weiß es gar nicht mehr. Wann bin ich hier runter? Oh shit, was ist das? Alter! Ein Head! Alter, Elektro-Headcrab! Alter, au! Shit! Oh, der hat mir richtig gegeben! Bin ich nicht mit zufrieden. Oh, das tat weh. Oh, Recycle Station. Okay, jetzt hier. Recycle, bitte. Vaporize. Nee, nicht Take All. Und... Oder nimmt der... Also der soll... Wehe, der nimmt jetzt aber nicht die guten Scheiß, ne? Na ja, und jetzt? Return. Was muss ich jetzt drücken? Ready to process. Okay, warte mal, Recycles. Okay, warte, pass auf. Rotate, Drop, Vaporize. Wie ist das jetzt? Jetzt packe ich die da rein und dann muss ich eine Weile warten, oder was? So, und jetzt? Press to start. Processing. Ah, okay. Alles noch von Hand machen, ne? Thank you. Was habe ich jetzt bekommen? Weiß man nicht. Das ist doch, glaube ich, alles Quatsch hier, oder? Stethoskop. Rotate. Da sieht man an, also dass man das so umständlich drehen muss, das ist gute alte Videospiel-Logik. Okay, dann gehen wir raus. Und processen das? Kriege ich dann automatisch die Sachen jetzt dann zugeschickt oder wie darf ich das verstehen? Ne, da kommen die. Ah, schaut mal. Da ist es wie so ein Pfandautomat. Hier, 5 Pfandmark. Tri-Credit. Ah, hahaha. Was können wir da noch da reinschmeißen? Diese Sachen hier. Recycle Award 4 Credits. Damaged. Ja, die kann man wahrscheinlich nicht nutzen, oder? Nee. Oh Gott, hört ihr das? Oh, ihr hört das doch auch, oder? Das ist ja super gruselig. Oh Gott. Also dafür, dass das so ein altes, pixeliges Spiel ist, empfinde ich durchaus realen Grusel. Da könnt ihr euch jetzt mal vorstellen, wie das früher war. So, und dann die auch nochmal bitte. Und die. Und ich glaube, mehr haben... Was ist das? Personal Digital Assistant könnten wir auch theoretisch nochmal wahrscheinlich da reinschmeißen. Und der Rest ist, glaube ich, irgendwie ganz cool. Den Rest wollen wir mal behalten. So, geben Sie mir sofort Credits. Ja, es ist Beta. Also es ist die Beta-Demo sozusagen. Was haben wir hier? Achso, das ist einfach nur Licht. Hilfe. Oh, da brauche ich wieder einen Code. Das ist aber wahrscheinlich nicht derselbe, oder? Nee.
mich hoffentlich jetzt nicht für angegriffen dafür, dass ich den falschen Code eingegeben habe. Oh shit. Ob das so clever war. Keine Muni mehr. Oh geil, Gewächshaus. Jetzt überhaupt nicht gelegen. Shit, ich bin echt tot. Oh no. Dabei sterbe ich so ungern. Oh. Autsch. Oh no, no, no. Oh, da, oh Gott, jetzt kommt wieder. Ich kann nicht direkt laden. Load. Was war der letzte? Der ganz oben. Bitte loaden Sie. Muss ich mir diese Animation nicht anschauen. Für alle, die neu dazugekommen sind, das ist also die Beta-Demo von System Shock und ich hätte speichern sollen, nachdem ich gerade so viel erreicht hatte. Aber das habe ich nicht gemacht, so dass ich selber schuld bin. Ich mal kurz schauen. Geheilt habe ich mich. Ey, warte doch mal kurz. Da ist die Healing Suit. Okay. War der hier, da war nicht da. Ist mal raus, genau. Jetzt check ich auf, wie man die lootet. Ah, da, guck mal, von wegen mich da. Ich wusste, yes! Warum kann ich das nur so? Okay. Sehr gut. Und dann hatten wir das Terminal, war unten einfach. Hier. Okay, das muss ich jetzt nochmal machen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das funktioniert. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist relativ einfach, wenn man sehr gut ist in Videospielen. Dann kann man das recht schnell machen. Aber es ist wirklich die Voraussetzung, dass man sehr gut ist in Videospielen, sonst ist das relativ unmöglich. So. Ich habe noch lächerliche 2 Schuss. Jetzt müssen wir nach unten abtauchen und einfach mal schauen, dass wir das jetzt diesmal überleben. Oh no. Oh shit. Ach, durch die Tür raus. Boah, ey, das ist ja. Boah, das ist ja einfach super mies, das Teil. Ich bin aber auch anders gelaufen als beim ersten Mal, ne? Speichert er das jetzt darauf? Ich glaube. Beim ersten Mal bin ich ja woanders lang. Hier geht es jetzt noch weiter runter. Und hier sind gleich diese anderen Typen. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Wussten Sie das schon? So, hier hätte ich die ganze Recycling-Geschichte gemacht. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht. Alles falsch rotated. Trotzdem, jetzt das alles normal zu machen, ist natürlich mega nervig. Zumal es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen kann. Was ist das hier? Recycle one credit? Ich glaube, das kann einfach da so rein. Rein damit. Ich mach's jetzt nochmal. Irgendwann wird sich das hoffentlich bezahlt machen, hier meine Hartnäckigkeit. Hab ich noch
Miner, ja, das. Processing, Processing. Dankeschön. Steuerung ist übrigens recht einfach. Man macht das alles über die linke oder rechte Maustaste. Hier, die Dinger sind auch Schrott. Rotate und rein damit. Da haben wir noch einen Einer? Nö. Los, los, los. Gib mir mehr. Geil, Scheiß. Jackpot. Boah, sind wir reich. Unglaubliche Reichtümer spratzen. Nee, das ist meine Pistole. Um Gottes Willen, das. Und ja, die hier noch. Okay. Und dann speichern wir natürlich gleich nochmal. Ist ja klar. Jetzt kriegen wir 5 Euro Gold. Hammer. Okay, jetzt sind wir mit 21 Knöpfen ausgestattet. Und werden natürlich die Situation ergreifen und einmal speichern. Wenn wir jetzt sterben, alles halb so wild. Und wir werden sterben, befürchte ich. Beziehungsweise ich kann ja mal... Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier diese Leiter da runtergehe? Werde ich auch hier wieder angewienert von irgendwas Fiesem oder... Oh, der hat eine Mütze. Wow. Was ist das? Hier sieht aus wie ein. Wie ein bisschen Rost oder irgendeine Spucke oder sowas. So, ich würde dann mal ein bisschen. Ach du Scheiße. Hat er mich jetzt schon im Visier? Fürchte ich. Jetzt versteckt er sich und glaubt, ich sehe ihn nicht. Hey, Gollum. Okay, weißt du was, mir egal. Alter, der hat aber auch eine... Alter. Okay, jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich richtig stinkig gewesen. Was haben wir hier? Ih, das ist da... Da hat mal was gelebt. Das lebt jetzt nicht mehr. Wir brauchen Loot, wir brauchen Munition, wir brauchen eine Kaufstation. Oh, herrlich. Berserk Combat Booster. Alles ist hier blutverschmiert. Das ist schon ein bisschen wirklich so Dead Space mäßig, ne? Also wohlgemerkt, das Spiel ist der Großvater von Dead Space, ne? Das muss man mal dazu sagen. Das Spiel hier war zuerst. Das war vor Cyberpunk, vor Deus Ex, glaube ich auch, vor allem, was heutzutage so Raumschiff-Horror ist. Das war sehr gruselig zu seiner aktiven Zeit. Und das ist die Citadel. So, da kommen wir her. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Hallo, ist jemand zu Hause? Ich brauche dringend Gewehrkugeln. Da schlurft und stöhnt schon wieder irgendwas. Oh, shit. Schleich, schleich. Oh, diese Klauen, ne? Spratz, spratz, okay. Ich habe schon das Bedürfnis, alle 2 Meter zu safen, um ehrlich zu sein. Ich nehme das nur mit diesem Dreck, weil ich es ja recyceln kann und dafür kriege ich Kohle. Was ist das? Small Standard! Oh, fühle ich mich direkt sehr viel sicherer jetzt. Spielt sich übrigens echt schön smooth. Also, wow, das sind sehr viele Köpfe.
was haben wir hier noch? Hi. Ich habe gesagt, nicht filmen. Nimm die Kamera aus meinem Gesicht. Oh, hier ist, glaube ich, wieder so ein kleines spinnenartiges Nervvieh. Ja. Vier Schuss für das Ding, aber das ist halt echt super nervig. Kein Bock, mich mit dem auseinanderzusetzen. Der hat einfach nichts, was ich gebrauchen kann. Ist das hier Licht oder was ist das? Oh no. Hier, Radio. Kriegt der Radiation Sickness? Habe ich da gerade Radiation Sickness bekommen? Gibt es da Pillen gegen? Vision? Okay, was hat es jetzt hiermit auf sich? Da ist alles verseucht. Da sind so zwei radioaktive Kanister. Aber ich will da schon eigentlich durch. Traue ich mich das jetzt? Also das ist alles voller Radioaktivität. Ich muss irgendeine Anti-Radiation-Geschichte kriegen, glaube ich. So komme ich da doch nicht durch. Oh, eine Ranch. Eine ganze Ranch. Ich wollte schon immer mal eine eigene Ranch haben. Aber wir brauchen jetzt irgendwas. Womit wir Radioaktivität. Oh. Yes, 20 Schuss. Ich habe das Bedürfnis, das hier irgendwie alles zu sortieren, aber es ist auch nicht so einfach. Keine Autosortierfunktion, befürchte ich. Klick, klack. Das ist ja alles Dreck. Das natürlich nicht. Das ist mein teures Geld. So. Da ist ein Kraftfeld vor. Schaut mal. Wie kriege ich das Kraftfeld jetzt? Kriege ich das weg? Da muss ich doch wieder irgendwas vorher machen. Ich muss irgendwie durch diese Radioaktivität durch. Aber wie? Soll ich es einfach? Ich save. Wisst ihr was? Ich save und dann laufe ich da mal durch. Das ist ja das Geile. Man kann ja einfach safen und dann muss man sich gar keine Sorgen machen. Generimus! Cadillac! Oh, Hilfe, Hilfe! Oh, ja, ich sterbe. Radioaktivität ist so much, so much Radioaktivität. Oh yeah, irgendwas was Track Grenades. Wow. Hat sich nicht gelohnt. War das schon alles? Okay, Biological Contamination. Hat sich, glaube ich, nicht wirklich gelohnt. Aber wenn ich jetzt. Ich meine, so eine Frag Grenade ist verdammt mächtig, ne? Also das kann. Hallo? Status. Media. Wir haben jetzt auch längere Zeit nicht mehr in unsere Media reingeguckt. Hier sind nämlich noch andere so Sachen. Where's? Software, System Analyzer. Das ist hier also alles unsere Implants. Wisst ihr was? Jetzt weiß ich ja, wo was ist. Die Sonne Fragrand ist schon verdammt mächtig. Ich mach mal jetzt Folgendes. Mir doch egal. Dafür habe ich es ja gemacht. Ich habe gerade gesaved. Mit der komplett gewünschten Option, jetzt das nochmal neu zu machen, reinzurennen, mir die Fraggies rauszuholen und wieder zurück. Geronimo's Cadillac! Nein, falsche Kiste, dumm! Radioaktivität tötet! Und raus. So hat sich das jetzt für mich, würdet ihr sagen, das hat, ja, das hat sich gelohnt, ich glaube schon, oder? Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu behaupten, mir geht's gut, aber für so zwei Frag Grenades. So, lass mal kurz, müssen wir eben mal schauen. Das Delta Quadrant, wir sind jetzt hier, das ist der Delta Quadrant, da war Raumschiff Voyager. Da sind die Maintenance Tunnels, warte mal, wenn hier die Maintenance Tunnels sind.
Da kam ich her, oder? Na, hier kam ich. Aber warte, geht's dann da auch weiter? Da. Warte mal, ich guck mir diese Tunnels nochmal an. Okay, hier geht's dann runter. Ne, hier will ich aber gar nicht runter. Wir gucken nochmal ganz kurz. Nicht, dass ich da was übersehen habe. Das ist jetzt wichtig. Ich habe nur totale Orientierungsprobleme. Also ich wollte einmal da gucken und einmal da eventuell. Rechts war noch eine Tür, meinst du? Das ist das Problem, wenn man so die Laser. So, hier ist jetzt. Da sind diese Tunnels und da ist die Frage. Aber da war doch alles zu, oder? Also durch diese Tunnels kam ich doch nicht. Und dann haben wir hier noch. Da ist ja der Typ davor. Hier sehe ich auch keine Tunnels. Tunnel Snakes. Das heißt, nur weil da Maintenance Tunnels steht, heißt das nicht, dass da auch ein Tunnel ist. Na gut. Ja, und hier war das, okay. Also hier ist. Da komme ich halt nicht durch. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Und da muss ich irgendwas. Irgendeinen Schalter. Da muss ich mir das merken. Wo das ist, ne? Das ist halt hier oben. Das muss ich mir manuell in meinem Gehirn merken. Central Hub. Okay, gehen wir jetzt komplett den Weg zurück. Oder was machen wir jetzt? Wo war denn diese Tür, von der gerade Norek gesprochen hat? Norek, wo war diese Tür? Ist die Tür jetzt hier mit uns im Raum? Ich mach mal zu, die Radioaktivität ist mir zu unheimlich. Kein Fan von Radioaktivität. So, hier geht's rauf. Ah, guck mal. Battery Pack. Was mache ich mit dem Battery Pack? Kann ich da mir Energie wiederherstellen? Was macht der Battery Pack? Restores a fraction of your total energy. Na gut. Nehmen wir das. So, bitte wieder runter. Im Raum mit der Radioaktivität gleich vorne rechts. Meinst du? Das Grüne da? Au! Ich habe da definitiv irgendwas gedrückt, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, was ich da gerade gedrückt habe. Vielleicht war das das. Vielleicht war das das Kraftfeld. Meint ihr, das war vielleicht das Kraftfeld? Okay, das. Wie viel heilt das denn eigentlich am Ende des Tages? Nope, war nicht das Kraftfeld, schade. Aber irgendwas muss das ja gemacht haben. Der Schalter. Der Schalter, ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn ja wohl gedrückt, ne? Habt ihr auch so gesehen, dass ich den gedrückt habe? Der muss ja irgendwas gemacht haben. Vielleicht ist dahinter dann die Tür aufgegangen. Weil hier ist ja auch. Hier sind noch so Maintenance-Tunnels. Irgendwas muss das doch gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, was dieser ominöse Schalter. Irgendwas muss der gemacht haben. Ja, speichern und durchrushen ist eine ganz gute Idee. Komm, machen wir mal. Finde ich eine ganz gute Idee. Speichern, speichern. Ne, hier ist es nicht offen. Hier noch irgendwas zu sehen. Ach, das ist einfach nur die stinkige Tür. Das ist ja ultra lame. Das ist nur die stinkige Tür. Ich bin enttäuscht.
Ich dachte, das macht irgendwas Krasseres. Aber dann hatte ich ja offensichtlich auch gar nicht richtig drauf gedrückt, weil die Tür ist ja nicht, die hat sich ja nicht geschlossen. Naja, das finde ich nicht, dann finde ich das nicht so gut. So, lass uns weiterschauen. Ja, genau, hier ging es ja hoch. Da lag dieses andere Zeug rum. Hier runter. Und da muss ich hier wieder komplett zurück, ne? Oder ich habe hier wirklich irgendwas übersehen. Oh, hey! Ins Auge. Warum sind die... Okay, was machst du hier? Habe ich die nicht schon irgendwie... Ne, die waren vorhin noch gar nicht da, als wir hier... Oder? Die sind neu gespawnt. Very irresponsible. Warum spawnen die hier? Was soll das denn? Das soll... Das Spiel soll mit... Das Spiel denkt, ich mache Backtracking. Ich bin hier safe, hier war ich schon. Nee, du bist nicht safe. Wir machen hier einfach mal zwei Zombies rein. Die waren vorhin noch nicht da. Das gibt dir das Gefühl, dass du nirgendwo sicher bist. Eieieiei. So, du lass ihn, sie mich mal schälen. Hier waren, ach, jetzt geht's da weiter. Wir haben ja auch Muni, das passt eigentlich ganz gut. Wir gehen jetzt hier weiter. Weil jetzt können wir uns nämlich auch wehren, das ist das Gute. Und konnten wir uns nicht wehren. So, irgendwas, was ich noch... Was ist denn... Damage 18 von 30, Armor Penetration. Also... Die kann ich auch gar nicht recyceln, weil das nur ein Dreier-Slot ist. Gut, die behalte ich jetzt erstmal. Irgendeinen anderen kleinerer Dutch? Nee, ne? Frag Grenade. Ich habe jetzt 10 Frag Grenades. Geil. Okay, dann bitte sofort. Was? No return value? Tatsächlich. Okay, dann vaporize ich dich. Oh, guck mal hier. Vaporize. Ich hab, was ist das hier? Ist das Scrap? Recycle Reward 10 for 1 Credit. Was? Nee. Okay. Whatever. Ich nehme dich einfach mit. Also in Ruhe. So. Und hier geht's jetzt weiter. Da oben. Schauen Sie bitte. Und rechts, ne? Da geht's weiter. Und was ist da oben? I don't know. Waren wir da oben schon? Kamen wir da her? Möglicherweise kamen wir da her. Aber hier weiß ich, da ist auf jeden Fall Action angesagt. Hier waren so zwei von den unfreundlichen Herrschaften. Da ist der Code, den wir nicht kennen. Oh, hier gibt es Frag Grenades oder was? So, hier, da an der Tür ist es auf jeden Fall Ärger. So. Oh Gott, hungry! Boah, ist das brutal. Okay. Oh, jetzt ist ehrlich, also, oh, das Fehlen von Stöhnen ist teilweise echt auch einfach nur schön. Yes, Munition ist das Geilste. Ich liebe Munition. Jeder Schuss ist hier wichtig, ne? Das ist bei so Spielen halt auch eine andere Form von Happiness, wenn man einfach das Gefühl hat, man hat keine Munitionsknappheit. You've encountered Snacktron. How fortunate for your hunger and or thirst. Oh. Hi. Kann ich da meine Münzen reinschmeißen oder was? Error. Employee insolvency detected. Snacktron is not authorized to extend credit. Okay.
Jetzt wird man hier schon irgendwie abgezogen von Snackautomaten. So, hier ist eine Kamera, die möchte ich gerne. Tschüss. Ich weiß gar nicht genau, was das bringt. Ob man eine Cheese mitkriegt, wenn man alle Kameras platt macht. Oder ob das auch einen Effekt aufs Gameplay hat, wenn man die ausschaltet. Kann ich euch nicht sagen. So, hier gibt es wieder Ärger. Ich höre den doch. Cybertron. I hear, I obey, everything nominal. Ist das hier einfach ein Shortcut? Ja, ne? Müssen wir nochmal da oben lang. Ich glaube, das ist ein Shortcut einfach nur. Hallo? Was war das denn? Oh, Radioaktivitäts-Action. Okay, dann müssen wir mal kurz wieder safen und... Lalalala. Lohnt sich das, hier reinzugehen? Oh, geil. Radioaktivität macht mir zu schaffen. Radioaktivität, okay. Oh Gott, ich werde eventuell jetzt einen schrecklichen Radioaktivitätstodes sterben. Oh. Ja, mir geht's nicht so gut. Aber da muss man jetzt irgendwie durch, finde ich. Da kann man sich auch nicht die ganze Zeit beklagen. Ich könnte jetzt im Prinzip auch mal irgendwann wieder sagen, ich habe jetzt ja so einen Shortcut. Ich laufe nochmal ganz zurück zu meiner... Da, zu meinem Heil... Tank, oder was ist das? Wie wollen wir es nennen? Ja, jetzt da geht's noch weiter. Und da geht's aber auch noch weiter. Warte mal. Da, dieser Fahrstuhl, den können wir auch noch nehmen. Ja, das sind die ganzen Typen von vorhin. Egal, also wir gehen jetzt erstmal wieder hier zurück. Schauen uns hier mal an, was es hier noch so gibt. Da gab es ja noch mehrere Räume in jedem Fall. Was ist das denn? Kann ich hier auf Klo gehen? Ah! Piesch, piesch, piesch. Ja, okay. So, welchen Raum haben wir jetzt noch nicht erforscht? Das? Ich wollte ein bisschen Muni sparen. Oh, was ist das denn? Der gerade. Guck mal hier. Ich muss irgendwas vor Description. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe gegessen. Ich trinke und esse einfach mal Sachen, die mir. Muss ja irgendeinen Vorteil bringen. Mir das ein bisschen Help vielleicht zurück. So. Jetzt. Fürchterliche Geräusche. Oh, was ist das denn? Hier kann ich Sachen kaufen. Ja, das ist doch toll. Also Stamina Credits, Berserk oder ein Medipack kann ich mir hier kaufen. Für mein teuer verdientes Geld. Ich dachte, ich kann mir vielleicht auch Munition hier kaufen. Kann ich aber nicht. Wie viel Kohle habe ich denn? 21. Was kostet mich so ein... Medipack kostet mich 5 Credits. Okay, ich will haben 01. Hab ich doch. Was kostet mich der Spaß? 5 Credits. Geil.
Haha. Schon lustig, oder? Und noch so ein anderes Berserker-Ding. Er hat nichts. Aber das Spiel hat wirklich eine Menge Sachen, die immer noch zeitgemäß sind. Muss man echt mal sagen. Viele andere große Titel stehen auf den Schultern von System Shock. Den hatten wir gerade schon, ne? Muss man ehrlicherweise einfach mal so sagen. Hier, guckt euch das an. Dieser ist alles sehr blutig. Hi! Buddy! Och, jetzt duckt er sich so unnötigerweise nochmal weg. Oh, das ist aber... Ja. Nein. Oh, yes! Oh, was ist das? Die blaue Keycard. Die blaue Keycard. Woher kennen wir das? Die blaue Keycard. Oh, sind das hier irgendwie... Oh. Das ist alles nur Kladderadatsch hier, oder? Was ist das? Das schmüllt mir nur mein Inventory zu. Da leuchtet irgendwas. Auge für Loot habe ich einfach, ne? Das Auge für Loot. Ja, sehr schön. Aber ich habe nur noch 4 Schuss. Das ist richtig blöd. Die! Steht da drauf. Resist! Die! Ja, was denn jetzt? Beides, oder? Sehr wenig Loot von den... Oh, was ist das? Ah, ja. Also, das... Ich habe harte Dead Space-Vibes einfach. Shit. Oh Gott, Polizei-Obermeister oder was? Was ist das? Ein Torso? Ich brauche Munition. Guck mal, die liegen alle aufeinander hier, als wenn die vielleicht ein bisschen Loot verbergen wollen würden. Oh, der hat eine Mütze, die brauche ich aber nicht. Das will ich aber haben. Das für die hier um die Mütze. 2 Schuss nur noch. Und da ist schon wieder so ein... Oh, warte. Da habe ich einfach... Ach, das ist ja fantastisch. Genau das wollten wir haben. Kluck, kluck. Wir trinken einfach super viel Kaltgetränke. Und die helfen uns auch weiter. So. Sehr schön. Wir haben wieder Muni, Muni, Muni. Da ist er, der Schnüffelbär. Guck. Ach du Scheiße. Au, oh Gott. Oh, ey! Wir müssen uns auf einigen, dass das Scheiße ist. Okay, das war mal irgendwie fies. Fand ich nicht so in Ordnung. 2 Schuss. Wow. Direkt mal hier alles wegsnacken. Cyborg Mantis. Was ist denn das? Ist das der Kopf? Aber da sind die Beine. Wenn das die Beine sind. Aber oh, der ist sehr miss. Also, ja. Okay. Das war eine ziemliche Falle hier auf jeden Fall. Aber am Ende haben wir es überstanden. Und das ist doch eigentlich auch eine gute Idee, um einfach nochmal kurz so einen kleinen Safety-Safe zu machen. Was ist das? Picked up Medicine Container. Wieso habe ich eigentlich 2 Waffen? Das ist doch Quatsch. Warte mal, welche? Hallo?
So, das ist die bessere. Die soll... Nein, ey. Wrench. Okay. So, jetzt gucken wir uns in Ruhe um. Hier muss es richtig geilen Scheiß geben, sonst hätte sich diese Falle einfach... Die würde nicht in... Oh, yes. Press T to change the firing. Okay. Das ist ja natürlich herzallerliebst und sehr gerne gesehen. Und die kann ich dann aufladen in der... Eine zweite bekommen jetzt. Diese anderen Station. Das ist Tube Rack. Okay, das ist Recycled Snickle. Damaged, damaged. Okay, die ist nicht damaged. Die sind alle damaged. Okay, alle bis auf eine sind damaged. Was haben wir hier noch? Bücher. Okay, kein Platz mehr für Enzyklopädien. So. Oh yes. Sehr, sehr gut. Schnell mal nachladen. Die neue Waffe probieren wir natürlich gleich mal aus. Zwei Feuermodi hat sie. Da geht es wieder hoch. Oh, irgendwas schnuckselt hier noch rum. Hinter dieser Tür befindet sich irgendwas. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Können wir einmal kurz... Ja, das ist süß. Das ist ein kleiner Laserspratz. Schaut. Oh, hey. Er ist, oh, warte, der hat hier so einen leckeren... Guck mal. Nicht direkt Health Packs verschwenden, sondern direkt erstmal die ganzen Dosen aufsibbeln. Okay, okay, okay. Oh no. War das sinnvoll, dass ich das jetzt gerade gemacht habe, das Nachladen? Oh, das... Habt ihr das gesehen? Oh, hey. Okay, also ein weiteres Terminal. Also, warte. Das ist eine Sicherung oder was ist das? Ah, okay. Die ziehe ich raus und stecke sie irgendwo rein. Die Frage ist... Ich mache mal einfach irgendwas. Jetzt fließt da die Suppe lang. Aha. Und wenn ich das da einstecke, fließt... Ah ja. Verstehe. Ah ja, verstehe. Okay, okay. Dann ist das ja Quatsch. Dann... Ach, nee, doch, das ist überhaupt kein Quatsch. Das fließt da ja raus. Nee, das ist ja fantastisch. Und dann haben wir das gleiche nochmal hier. Fließ, fließ. Der heiße Batteriesaft. Und jetzt fehlt noch eine. Okay, das reicht aber nicht. Was kann ich denn noch machen? Kann ich nicht noch irgendwo anders? Da sind nur drei Stöpsel. Wann kann ich das denn abzählen? Eins? Okay, okay, okay. Warte. Steht da irgendwo, muss ich die voll machen? Das sind die Rapide. Ach, ich muss genau zwischen diese leuchtenden Dinger kommen, glaube ich. Ach so, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ah, ja, 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 warte. Okay, jetzt sind wir bei 3. Verstehe. Verstehe, verstehe. Können wir mal aufhören mit diesem Grunzen im Hintergrund? Das macht mich ganz kirre. Irgendwas ist hier schon wieder am... So.
Jetzt muss ich wahrscheinlich einfach irgendwie zählen, ja? Das bringt nur einen. Okay. Guck mal, der fließt da durch, aber der kommt nicht an, weil der aus ist. Oder was? Das ändert gar nichts. Okay, das ist ein bisschen tricky. Okay, warte, warte, warte. Den machen wir. Der will nicht. 3. Oh, okay, das ist. Da muss man ja echt wahrscheinlich ein bisschen schlau sein, ne? Kann ich den noch irgendwo reinstecken? Ist das ein Unterschied, ob der da drin ist oder der andere eigentlich? Oh, das ist völlig egal. Ich glaube, das ist total egal. So, ey. Das ändert gar nichts. Das ändert gar nichts. Ich kann nur, wenn ich das oben drehe, kriege ich wahrscheinlich 2. Warte mal, das müsste doch klappen. Wenn ich jetzt das oben drehe, kriege ich da 2 und da 2. Komm, das zählt doch jetzt, oder nicht? Und da könnte ich noch 2 dazu bekommen, dann wäre ich hier. Wenn ich jetzt den noch aufmache. Müsste ich den hier noch umlenken, oder was? So, warte mal. Nein, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Also, wenn ich jetzt den ausmache. Okay, und da kommt aber. Wie viel sind das? Das sind 3. Wenn ich das ausmache und das reinmache. Oh, das gibt's doch nicht. Okay. Sehe ich das überhaupt richtig? Habe ich das überhaupt gerade richtig addiert? Was bringt mir dieser eine hier? Wenn wir den dazu machen und jetzt kommt natürlich da oben nichts mehr lang. Das ist nur einer, 2. Ändert noch gar nichts. Wenn ich jetzt, der kommt ja von oben nichts mehr, von daher ist das egal. Also wenn ich jetzt den umleite. Okay, das heißt, das ist zack. Wenn ich jetzt mache ich mal den wieder so. Jetzt muss ich einen noch reinkriegen. Und das ist aber. Also der fließt da durch. Warum fließt denn der jetzt nicht hier nach unten? Weil von der anderen Seite auch was kommen muss. Okay, verstehe. Das muss von beiden Seiten kommen. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt richtig ist. Die Knarre lässt sich überladen für die dicken Gegner. Ah, okay. Ja, okay, pass auf. Lass uns hier mal gemeinsam noch ein bisschen. So, das schalte ich jetzt aus. Da muss von der anderen Seite noch eine Suppe kommen und dann wird die Suppe aufgespaltet. Aber wie berechnet sich das mit den Kammern? Das will ich jetzt gerne mal einmal verstehen. Jetzt ist es zwar voll, aber ich meine, das sollte nicht voll sein, sondern das muss wahrscheinlich wirklich zwischen diese Leuchtdioden. Oder? Naja. Das wird schon so sein, wie ich das gedacht habe. Das soll nicht voll sein. So, also wir machen mal Folgendes. Jetzt. Es fehlt halt original einer. Und wenn ich jetzt aber nur den mache, dann ist es zu wenig. Was ist denn, wenn ich den so mache und den so? Dann fehlt natürlich das, das bringt mir gar nichts, dann kommt hier natürlich auch nichts durch. Da muss von beiden Seiten was kommen. Das heißt, das muss ich dann aufgeben. Ich würde das jetzt gerne mal irgendwie ausrechnen. Ich hoffe mal, ich habe es richtig, dass es wirklich nicht voll sein muss, sondern da in die Mitte. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ist hier noch irgendwas anderes? Was ist das? Das ist ein Fahrstuhl? Nee. Okay, oder war das vielleicht dieser Knopf hier? Nein, das muss dieser hier sein. Dass die Brücke hier aufgeht. Ich kann aber auch hier runtergehen jetzt. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr tödlich. So, pass auf. Jetzt probieren wir nochmal irgendwas.
Das wird immer noch nicht funktionieren. Spielen die Farben eine Rolle? Ja, das könnte ja auch sein. Ey, aber ich bin schon relativ beruhigt, Maultier-Koyote, herzlichen Dank, dass ihr auch nicht das Gefühl habt, ey, das ist doch voll auf der Hand liegend. Sondern offensichtlich ist es ein bisschen schwieriger. Was ich nicht checke, ist, warum gibt es 4 Stecker, wenn es nur 3 Pinöppels gibt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Vielleicht muss ich auch einen der Pinöppel rausnehmen. Und wir probieren das nochmal mit einem Pinöppel. So, das bringt uns ja gar nichts. Dann machen wir das wieder auf. Der ist, bringt uns nichts, weil der nur von einer Seite kommt. Was mache ich, wenn ich das... Dass sie unterschiedliche Stärken haben, das kann natürlich sein. Warte, wir haben... Nehmen wir mal den. Also der sind... Wir können es einfach mal testen. Der gibt uns 3. Den machen wir mal raus. Wir testen erstmal die... Pass auf, wir testen die einzeln. Der gibt uns 1. Mal gucken, ob da irgendein Unterschied ist. Aha, der gibt uns 2. Dann müsste der uns wieder eingeben, nehme ich an. Ja. Und der gibt uns auch wieder 1, oder was? Ne, der gibt uns 2. Okay, also der gibt uns 2 und der gibt uns 2. Sind 4. Jetzt brauchen wir noch 2. Wenn ich jetzt den da reinmache, gibt der mir 1. Aber was ist denn? Hier teilt sich der auf in 2. Oh Mann. Oh, das ist nicht so einfach. Klar, jetzt ist wieder voll. Das wollen wir ja nicht. Jetzt den wieder an. Koi, das ist gar nicht so einfach. 2 violett links, 1 grün rechts gesplittet. Okay. 2 violett links. Probieren wir das mal aus. Also dann nehmen wir den da mal wieder raus. Machen den violetten mal da rein. Und den grün da rein. Und ich glaube, wenn man das System einmal gecheckt hat, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher werden. Also da kommt ja nichts raus, logischerweise. Das müsste ich dann so machen. Und den aus. Okay, es war ein bisschen mehr Trial and Error, als ich zugeben möchte. Aber auf jeden Fall haben wir die Brücke. Aber wir haben jetzt ja auch, da unten kommen wir jetzt ja auch runter. Jetzt kommen wir hier rüber. Ich speichere jetzt mal kurz, bevor jetzt hier irgendwas Nerviges ist. So, gespeichert. Und jetzt gehen wir erstmal hier runter. Okay, das ist nämlich... Okay, ich komme hier nicht runter. Da ist es wieder, um raufzukommen. Wenn ich hier runterfalle, komme ich auf die Art und Weise wieder rauf. Vermutlich. Da ist ein geiles Item, das sehe ich doch schon. Kopf ab. Okay, kann ich da rüberspringen? Nein, das ist zu weit. Aber die sind... Der ist ja an, ne? Ja, ja, das ist was anderes. Oh yes! Da bin ich Fan von dieser Kiste. Da grunzt schon wieder irgendwas vor sich hin. Ein... Sack. Oh. Na? Da, hi. Oh, der macht sich auf den Weg. Hungry, ja. Ey, das tut mir auch leid. Oh
Oh Mann, so hungry. Vermutlich ist es Orban. Hungry, only hungry. Oh. Ja, den werde ich schon gleich irgendwie wieder treffen, den Halunken. Hier geht's weiter nach oben. Hinter jeder Ecke kann was lauern, ne? Was ist das? Nur Dreck. Oh, yes! Oh, Muni ist das Beste. Muni ist das Beste. Hat er sich... Oh, guck mal. Was ist das? Oh, noch eine neue Brücke. Das ist ja fantastisch. Das war da unten. Hungry. Hungry Hearts. Hunger. Ja. Ey, was? Ey! Was ist denn mit ihm los, ey? Super unsympathischer Typ. Oh, der hat eine... Der hat ein Sturmgewehr! Der hat ein Sturmgewehr! Das ist ja das Allergeilste. Ich muss Platz machen. Hier, was ist denn das? Das kann hier einfach mal weg. Brauchen wir nicht. So, jetzt sortiere ich das neu. Ich habe keine Ahnung, wo kann das rein jetzt? Passt das schon? Wow. Wo kann der rein? Habe ich kein... Hallo? Ich habe keinen Quickslot oder was? Darf ich den noch nicht nutzen? Nein, die ist damaged. Ach, Mist. Die ist damaged. Och, ich habe mich schon gefreut. Das ist doch doof. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier schon alles... Warten Sie mal eben. Ja, daher, hier war ich schon. So, lass mich mal kurz gucken. Hier ist jetzt die Brücke. Aber ich habe das Gefühl, ich kann hier noch ein bisschen weiter sliden hier. Ist irgendwas zu essen? Kann man die Sachen essen? Was habe ich da eingesammelt? Oh, nee, kann man nicht essen. So, da war der Typ. So, da ist nämlich noch... Hier! Da kann ich mal auf Klo gehen. Und die Hände waschen. Ah, das war mir ein Bedürfnis. Oh, das ist das Büro des Overseers. Ach, das war die Toilette gerade, die da noch so gegrunzt hat. Another bloated day. Another bloated day. Carl reported Keith and his group are dead. He and Todd got separated on the way back. Carl watched on a security monitor as Todd was dragged into a Regent Bay only to come out as some cyborg. Carl marked the room with the word here before he ran. We have 20 people left. Supplies are low. If we don't push forward, we're dead. Maybe someone else should have been in charge. Nein. Frau Großmann, seien Sie nicht so streng mit sich, da können Sie gar nichts für. Was ist das? Das ist wahrscheinlich alles nur... Scrap. Hier, der Overseer kann hier runter gucken. Das ist gut. Dann haben wir noch... Oh, ein bisschen... Oh, ich habe keinen First Aid Kit Platz mehr. Schmeiß natürlich den Kladderadatsch mal raus. Gib mir sofort das First Aid Kit. Und irgendwas anderes Geiles. Was war das? I don't know.
kann auch weg. Food Bar Wrapper kann auch weg. Ich muss mal zur Recyclingstation. Ich habe jetzt so richtig viel geilen Scheiß mittlerweile. Ach was, dieser, das bringt mir gar nichts, Medicine Container. Der bringt mir ja gar nichts. Den kann ich direkt vaporizen. Aber das bringt mir was. Die kann ich auch vaporizen, aber die möchte ich lieber recyceln für ein paar geile Credits. Das kann ich direkt schlürfen. Use und vaporize. Okay, man muss hier viel vaporizen einfach. Neuer Textlog oder Audiolog. Oh, 705. Ja, hat glaube ich nicht geklappt. Okay, also 705, das merken wir uns. Und mit uns meine ich euch natürlich auch, ne? Ist ja klar. Ist jetzt, wir sind ja zusammen hier in dieser Station. Darcy is working on a plan to disable the mining laser from his office on research. No updates from him yet. We're safe here. But for how long? Ah ja, wir wissen nicht für wie lang, okay. Die Frau wird vermutlich nicht überlebt haben. So, und jetzt vermutlich mal über die Brücke, ne? So, oder was haben wir hier noch? Hier waren wir doch schon. Genau, warte, da ist Brücke Nummer 1, genau. Ich war noch nicht hier unten. Also ich weiß nicht, wenn ich da runterspringe. Dann kann ich ja, wenn ich da runterjumpe, kann ich ja über dieses Hoverkissen da wieder hoch, ne? Ich probiere das aus. Das ist ja das Geile an diesem Safe. Man kann es einfach alles ausprobieren. So, einmal runter da bitte. Autsch, das tat erstmal komplett unnötigerweise voll weh. Das ist alles elektro... Ja, okay, ich verstehe. Okay, ich dachte einfach nur, vielleicht kann man hier irgendwas Geiles erleben, aber ist einfach überhaupt nicht so. Können wir, glaube ich, direkt laden. Und einmal sehen, was das hier macht. Und jetzt hier komme ich wieder hoch, ne? Okay, dann laden wir das natürlich schnell. Ich wollte noch einmal kurz gucken. Geht ja fix. Dauert ja nicht lang. Aber die sind also aufgeladen, die Dinger da. Ey. Deswegen springen wir natürlich jetzt nicht runter. Gut, dann geht's wieder hier. Zack, zack, zack. Die zweite Brücke. Ja. Und dann hier weiter. Mit sich selber. Das? Oh, was ein dramatischer Abgang. Was für ein dramatischer Abgang. Wahrscheinlich war das ein Freund. Ich hab den einfach aus der Entfernung, ohne ihn richtig begutachtet zu haben. Oh. Oh, die ist nicht kaputt. Das sind ja großartige Neuigkeiten.
Das ist ja ein bisschen wie bei Dredge hier, ne? Hab ich jetzt zwei davon? Jetzt habe ich zwei Square Beams, aber vermutlich bedienen die ja denselben Ammo Stock. Aber der muss doch geilen Scheiß haben. Jawoll. Teflon Coated Rounds. Was schmeiße ich denn weg? Okay, warte mal, kann man die zusammenpacken irgendwie? Ja, das sind ja hervorragende Nachrichten. Dann. Meine diese Tip Rounds. Pumpkin Cake! Und zack, herzlichen Dank für den Support. So, was ist das hier? Oh, da geht's wieder hoch. Das ist ein Fahrstuhl. Was ist. Nothing? Was meinst du mit nothing? Okay. Okay. Das bedeutet, ich kann nicht laden. Oh, wir müssen uns das nochmal neu angucken. Die ganze Sequenz, ja, gibt's denn das? Was hat uns denn da erwischt? Was hat uns da erwischt? Ich weiß es nicht. Mir doch egal. Wir haben ja geladen, weil wir so weise vorausschauend gehandelt haben. Haben wir einfach mal unser Leben gesichert. Ach, wäre das nicht schön, wenn das einfach auch in Wirklichkeit ginge. Das wäre doch echt toll. Continue, please, please, please. Please continue. Thank you very much. So. War das hier eigentlich zuletzt gesaved, oder was? Dann ist das ja noch ein ganz schön weiter Weg. Aber eigentlich ist es gar nicht so weit. Das kommt mir nur so vor. Zack. Ah, beziehungsweise, ja, hier habe ich diesen Typ geplättet. Muss ich alles normal machen? So. Okay. Und hier hatten wir jetzt so eine intakte Waffe. Genau. Und machen das mal so. Rotate. Bam. Das so. Zack. Und der hatte noch geile... Oh, er hatte jetzt keine Muni mehr, oder was? Hatte der nicht Muni gedroppt? Oh, Mensch. Jetzt bin ich aber gekränkt und beleidigt. So, achso, warte mal. Hier war ja dieser fürchterliche... diese Explosion, bevor ich da nochmal reinrenne. Vielleicht muss ich auch hoch. Wo bin ich denn explodiert? Ich habe es gar nicht genau verstanden. Was ist das denn für ein Ding? Das muss ich vielleicht von oben ausschalten, oder? Oh geil. Ich glaube, das ist ein Shortcut, ne? Oder irgendwas explodiert. Hört ihr das? Also das ist... Hier ist doch in der Nähe auch so ein Recycler dann. Beta Quadrant. Central Hub. Also wir sind da. Da geht's aber noch weiter. Da oben ist es. Jetzt sehe ich's. Ah. Au. Ja, dann nehmen wir mal so ein Medi-Ding hier irgendwie so. Zack. Gib mir das mal. Was? Was ist er denn jetzt? Oh. Okay, das war schmerzhaft. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Yes, Mother. Hey, 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 Buddy! Keine Ahnung, aber fügt mir das irgendwas zu oder kann ich hier hoch oder?
everything nominal. Yes, time to patrol. I hear you. Everything nominal. Yes, diverting from patrol. I hear you. Possible shoot. Found. Okay, sind sie die falsche Granate? Ich wollte die Frag natürlich schmeißen. Ich glaube, ich habe die falsche Granate einfach aus Versehen ausgewählt. Aber vielleicht hat er ein bisschen Grundschaden gemacht, ich weiß es nicht. Wie weit ist denn? Das ist voll weit weg. Könnte ich natürlich jetzt hinlaufen, aber das will ich aber nicht. Das ist mir, da verlaufe ich mich auf dem Weg auch 100 Mal. Oh, frische Muni. Muni, 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 Muni. Okay. Kann ich die stacken? Ach was, die kann ich ja auch stacken. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass bei so einem altmodischen Spiel kann man nicht stacken. Das schätze ich raus, natürlich kann man stacken. Man kann wunderbar stacken. Wieso stacke ich denn nicht die ganze Zeit? Was mache ich denn? Das ist ja völlig unnütz, dass ich nicht gestackt habe. Was habe ich mir dabei gedacht? Okay, das ist doch sehr viel aufgeräumter so. Ich hatte die falschen Grenades ausgewählt. Ich hatte diese Gasgranate dann. Ich wollte aber die Frag Grenade. Was ist die kaputt? Damaged? Damaged. Oh. Nein! Ey! Okay. Aber das nur bis 30 offensichtlich. Ah ne, das ist eine andere Form der Munition. Standard und Teflon. Okay, verstehe. Einfach nur eine andere Munitionsart. Die kann ich dann wahrscheinlich mit T umschalten. Die sind beide kaputt. Was? Noch eine Granate? Ach ne, geh weg. Level Security ist noch 52%. Ah, okay. 52%. Da haben wir schon fast die Hälfte weggeballert. Die ist damaged, okay. Hier steht da. Das hören wir uns direkt mal an. Ein neues Audio-Log. Kevin O'Connell. Okay, dort. Speichern mal kurz. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich eine Quicksave-Option? Gibt es irgendwo Quicksave? Move, Crouch, Jump. Seht ihr irgendwo Quick Load F9, Quick Save F5? Ja, wunderbar. F5, okay. Das merken wir uns. F5. Oh, hier, schau mal. Is it another shortcut? No, it's not another shortcut. Oh, okay. Ja, selber schuld. Was machst du auch so einen Quatsch? Nee. Ey, hab ich das. Warte mal. Doch, 32, ne? Ich hab 32 Schuss. Wie geil ist das denn eigentlich? Okay. Hier darf ich noch nicht durch. Muss ich von der anderen Seite kommen? Audio-Log. Showdown. Oh! Directed
Initiative to Cyborg F-71. Move Mutagen Experiment V5 to Beta Grove on the executive level. Let the virus loose in the Grove and observe its effects on flora and fauna. Collect samples from the mutated. Kill those who have not shown progress. And we sieht aus wie das Starbucks Logo ein bisschen. String that will consume the earth, allowing me to reshape the insects in my perfect image. Also ihre Sprachsoftware kann mal überarbeitet werden, aber sie ist auf jeden Fall, glaube ich, sie ist die Chefin. Sie ist die Chefin. Ich glaube, ja. Sie ist der Boss. Ich schleppe die nur mit mir rum, damit ich die recyceln kann irgendwie. Das ist auch nur zum... Okay, was haben wir hier? Sehr gut, geht auch. Das ist alles nur klarer Dutch. So, warte mal ganz kurz. Bevor wir jetzt hier irgendwo weitergehen. Zurück, da geht es ja auch noch weiter. Da geht's wieder. Okay, da komme ich so den ganzen Weg zurück, ja. Das will ich jetzt ja noch nicht. Dann sind wir ja gleich an dem Punkt, an dem wir schon waren. Ich die Tür denn von der anderen Seite auch auf? Ich hoffe doch sehr. Die ist jetzt ja wahrscheinlich permanent geöffnet. Dann suchen wir erstmal die anderen Sachen hier noch ab. Ach du Scheiße, ist da ein Kraftfeld? Okay, No way, ey! Oh. Einer hat's überlebt, ne? Einer hat's überlebt. Ich hatte auch keinen Health mehr. Ich war sehr geizig, weil ich irgendwie dachte, vielleicht komme ich zeitnah mal an so eine Ladestation. Und da war ich so geizig und habe gedacht, okay, ich verbrauche jetzt keine Health Packs. Weil dann muss doch bestimmt gleich mal wieder irgendwie mich die Zeit an eine Ladestation führen. Oh, ist aber nicht passiert. Come on, come on, come on. Dann heile ich mich jetzt doch noch einmal. Das ist auch einfach unnötig geizig von mir, tatsächlich. Und es ist auch lustig, dass wahrscheinlich wurde ich gerade nur angegriffen, weil ich halt diesen einen Typen platt gemacht habe. Wie viel hatte ich jetzt hier schon erledigt? Oh shit, der stimmt, da war ja was. Oh Gott. Der nervige Typ. Jetzt hat er 10 gehabt. So, jetzt werde ich die ganze Zeit immer nur auf 5 drücken, das ist das allerbeste. So, wir wollten erstmal hier hin. Oh, warte, die Kamera, tschüss. So, das hören wir uns jetzt noch ein. Oh, müssen wir uns das eigentlich anhören? Das haben wir gerade schon gehört, ne? So, das Ding geht jetzt mal grundsätzlich auf. Ich hoffe mal von beiden Seiten. Was ist das da? Stethoskop, das ist Junk. Okay, das brauchen wir dann nicht. So, und dann, jetzt haben wir nämlich die Situation, wenn ich den Johnny jetzt platt mache, dann stehen alle anderen Johnnys auch auf. Die Frage ist aber, ob die nicht so oder so irgendwann aufstehen und dann kann ich nicht kontrollieren, wann. Boah, ich glaube, ich habe gerade 4 oder so platt gemacht mit einer Granate. Nothing. Okay, hier ist wieder so ein Irrer, so ein Wahnsinniger. Okay. Oh ja, nehme ich, danke. Wo genau bin ich hier? Da? Also hier war ich dann schon da, aber nicht, oder was? Was kann man, also ich gucke gerade in diese Richtung. Aber hier war ich doch noch nicht hier unten, oder? Oh, da war ich hier schon vorhin.
bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls habe ich noch nicht alles gesehen, denn da rechts ist noch irgendwas. Da waren die Robos, ne? You are not welcomed here. Remove yourself. Okay. Das finde ich jetzt sehr unfreundlich, mich so zu abzuweisen. Okay. Oh, hier kann ich Cyberkram wieder machen. Cyberkram! Also die Demo ist ganz schön umfangreich, muss ich mal sagen. Poser Combat Software acquired. Was muss ich jetzt hier machen? Da geht's ja wieder raus. Das letzte Mal bin ich direkt wieder rausgeflogen. Okay. Es geht ja hier noch viel weiter. Das habe ich das letzte Mal einfach nicht gemacht. Vielleicht muss ich nochmal zurück und das nochmal machen. Okay. Das ist einfach nochmal ein Spiel im Spiel, ne? Hier werde ich von irgendwas beschossen. Bist du denn wahnsinnig? Die Musik ist es auch so geil, cyberpunkig einfach. Was ist das? Kann ich das haben? Integrity Restored. Was? Wo sind die denn abgeblieben? Waren hier nicht noch welche? Da, hey! Hi, Leute! Okay. Öffnen sich hier wieder irgendwelche anderen Tore. Okay. Falle einfach mal drauf los. Ey. Warte. Ey. Oh, ein Drache. Oh, shit. Okay. Hi. Ich glaube, ich fliege in die falsche Richtung. Hi. Ninja-Sterne. Okay. Wow, das ist ein bisschen verwirrend auch so von der Perspektive. Oh shit. Komm, wo man? Oh, von hinten kommt auch noch einer. Blaui, hi Blaui. Also in Bewegung bleiben ist, glaube ich, grundsätzlich mal eine gute Idee. Oh Gott. Das ist ja äußerst verwirrend. Ein bisschen Integrity wäre gut. Hätte ich eigentlich stark in Mitleidenschaft gezogen von diesen Explosionen? Oh Mann. Hey. Oh. Da ist noch irgendwas Grünes gewesen. Nope. Okay, und jetzt hier durch oder was? Soll ich einfach raufballern? Okay, jetzt habe ich eine Tür zerstört. Jetzt kann ich vermutlich außerhalb dieser Cyberwelt irgendeine Tür öffnen, die vorher geschlossen war. Nehme ich mal an. Das habe ich ja mit dem anderen gar nicht gemacht. Ich bin da einfach rausgeflogen. Ich habe mir schon gedacht, dass ich das hätte anders machen müssen. Aber wenn wir nochmal zurückkommen, dann wissen wir jetzt Bescheid. So, wir sind hier. Was ist da?
kommen wir noch irgendwo wieder durch. Ach, jetzt ist das hier offen. Gut. Dann wollen wir mal jetzt nicht so geizig sein. Oh, shit! Oh, fuck. Oh, warte doch mal. Achso, ich kann ja nicht mehr schießen, scheiße. Meine Güte, ich bin zu. Ach Mann, ey, wieso habe ich nicht nochmal nachge. Nein, ich habe nicht gespeichert. Ich Depp. Ach, Fatsch, ich habe nicht gespeichert. Und nicht, mich nicht geheilt und nicht. Ach Gott. Wie dumm. Oh, es ist unangenehm dumm. Ich bin unzufrieden mit meiner eigenen Inkompetenz. Was kann man dagegen tun? Kompetenzsaft. Habe ich noch Kompetenzsaft im Kühlschrank? Ich glaube nicht. Aber bitte lass mich nicht diesen epileptischen Fiebertraum nochmal machen müssen. Ah, das war Autosave, oder? Come on, das war Autosave. Jetzt ist hier offen, oder? Hier rechts? Yeah. So dope. Ey, wieso schießt der durch die Tür? Gib mir sofort Munition, die du mir geraubt hast. So, jetzt bitte Tür oder irgendwas. Ah, da ist ein Sprungpad. Da muss doch irgendwie, da muss ich doch irgendwie raufkommen. Also da ist ein Sprungpad. Also auf jeden Fall muss ich hier durch. Das wäre ja sonst alles albern, dass der jetzt auf einmal offen ist. Ist da noch eine Kamera? Nein. Ich frage mich, ob diese anderen Cyborgs auch irgendwann nochmal wieder rauskommen. Ich gehe jetzt hier runter, ich habe jetzt ja gequicksaved. Ah, so. Nein! Ernsthaft? Komme ich nicht so einfach hoch? Alter, ich glaube, ich komme da gar nicht hoch. Heilspflaster drauf. Ich weiß es nicht. Ist das so gewollt? Ich meine, da ist ja auch nichts, ne? Ich glaube, man soll da nicht. Ach, man kommt da nicht rauf. Jetzt zieht mir das, glaube ich, auch jedes Mal Health ab. Ich glaube, man soll da nicht rauf. Hey. Tschüss. Oh. Enter the room, insect, and it will become your grave. Okay, dann würde ich mal sagen, ich heile mich noch kurz einmal durch, wenn es in Ordnung ist. Und dann komme ich einfach rein und ignoriere, was du gesagt hast. So, dann haue ich mir mal so einen kleinen Cocktail noch rein. Und dann klingt mir das nach Endboss hier, oder? Ey, ich bin drin, du kannst deine Drohung jetzt umsetzen, wenn du dich traust. Oh, ist das? Oh, es ist noch wieder, es ist die gleiche wahrscheinlich, ne? Aber die habe ich doch schon längst. Wieso bekomme ich denn nicht was Besseres? Warum nicht eine Assault Rifle oder sowas? Warum etwas, was ich schon besitze? So, ey, du hast mir ein Versprechen gegeben. Jetzt zeig doch mal, was du auf dem Kasten hast.
Du hast doch einfach nur Angst vor mir, sei doch ehrlich. Was ist hier? Oh, warte. 1, 2, 3. Kann ich nicht mit interagieren, schade. Okay, hey, ich wäre dann ready für den Kampf, den du mir versprochen hast. Soll ich einfach irgendwas kaputtballern hier oder was? Das da oben zum Beispiel? Oder wie oder was? Hallo? Irgendwelche Knöpfe, irgendwas? Ich kann auch einfach anfangen, Sachen zu zerstören. Mir ist egal. Das ist was Rotes. Ich nehme mal das Rote da hinten auf der Map. Hier ist irgendwas. Was ist das hier? Ist das der Roboter? Original, das war ein Feind. Ich glaube, dass die ehrlich gesagt einfach nur eine große Klappe hat und dann kommt hier einfach nichts. Bin ich ein bisschen enttäuschend. Hier waren wir noch nicht. In der Ecke. Ist da ein Knopf? Hallo? Oder ist das das Ende der Demo vielleicht? Vielleicht kommt hier auch einfach der Endgegner nicht und das ist das Ende der Demo. Oder muss ich da drauf schießen? Und irgendwie eine Zahl ergaunern? Die 9 oder sowas? Nope. Wäre aber die 9 gewesen, oder? Was will das Spiel jetzt von mir? Was soll ich tun? Rede mit mir. Spiel. Oh. Hallo. Okay. Okay. Oh, da oben. Das war jetzt total unnötig. Scheint mir fast so, als... Was ist das? Damage. Es scheint mir fast so, als wenn ich jetzt wieder zurück müsste. Oder? Was haben wir hier? Hier waren wir doch schon überall. Hier vorne wäre schön. Das ist, ey. Bin ich jetzt hier hoch, oder was? Was? Das ist ja irgendwie enttäuschend. Die will ja gar nicht gegen mich kämpfen. Die macht nur leere Versprechungen. Da ist noch irgendwas. Was ist das? Kommt man da durch diese Tür vielleicht? Dann müsste ich hier runter und rechts. Ist da. Oder müsste. Ne, da. Ach so, warte mal. Oder sind das die Typen, die jetzt aufgewacht sind, die eben noch geschlafen hatten? Oh shit, die sind raus, ne? Ja, nee, doch nicht. Hier waren wir noch nicht. Bisschen viel Muni verbraucht. Aber was. Oh, der hat eine Assault Rifle kaputt. Damaged. Natürlich damaged. Ich muss mich mal mit diesen Munitionstypen auseinandersetzen. Armor Penetration 60. Ist natürlich die Standardwaffe. Also Armor Penetration ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. So grundsätzlich mal. Warte, jetzt geht gar nichts, oder was? Was für eine seltsame Sackgasse. Oh. Okay. Was ist das? Chip-Bag. Niam, leckere Chips. Man muss sich auch die Zeit nehmen. Was ist das? Mütze? Nee, liegt da nicht irgendwas? Irgendwas
ein weiterer Blick auf die Station. Und dann ist da noch ein Knopf. Ich habe keine Ahnung, was dieser Knopf jetzt gemacht hat. Entschuldigen Sie, haben Sie irgendwelche... Das ist einfach nur ein Knopf! Was macht der? So muss ja irgendeine Tür aufgegangen sein. Hab ich nicht gesehen, welche. Warte mal, da ist noch eine... Wenn wir hier jetzt gehen oder links? Und dann hier links... Das ist eine andere Ebene, ne? Das ist ein über mir. Oder ein unter mir. Komme ich da hin, wenn ich... warte mal. Hier rechts. Bin ich schon durch diese Tür durch? Oh no, wieder Radioaktivität, okay. Run, 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 Radioaktivität. Was ist das? Oh, eine Sensor Radar Unit. Und jetzt bin ich wahrscheinlich... Oh, jetzt nehme ich noch die Tasse mit und... Das ist ein Hammer, mir egal. Schnell raus, bitte. Ich sterbe sonst. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gerade eingesetzt habe. Sense around radar unit. This module contains a radar scanner that is designed to detect objects in radius around the user. Finde ich grundsätzlich eine gute Geschichte. Das heißt Junk, oder? Ja gut. Kann es sein, dass wirklich die Demo quasi auf diese Art und Weise endet? Also hier sind zwar noch ein paar, guck mal, hier sind noch so ein paar Türen und so. Vielleicht muss ich auch aus irgendeinem Grund dann doch nochmal diese erste Virtual Reality Sequenz irgendwie machen. Ja, ich weiß, dass der CPU... Vielleicht muss ich auch die Dinger zerballern. Also diese hier einfach. Aber nicht mit einer... Ich zerballer die mit der Ranch. Hallo? Oh ja, das ist es. Oder? Aua, das tut im Zweifel ein bisschen weh. Wieso wehrt die sich denn nicht? Da müssen doch jetzt wahrscheinlich Gegnerhorden kommen. Oder auch nicht. Sterbe ich eigentlich gleich? Warum? Ich schmeiße eine Granate rein. Sollte auch die das machen? Warum mühe ich mich denn ab? Sterbe, wenn das auch die Granate machen kann. Ernsthaft? Wo ist die denn ganz hingerollt? So, gefällt mir das viel besser. Und jetzt? Who are you? Who are you? The computer nodes can be repaired, but you... Who are you? My cameras and sensors scan your body, but you do not, but you do not match any employee file. When my cyborgs bring you to an electrified interrogation bench, I will have your secrets. And you will learn more about pain than you ever wanted to know. Was eine sadistische Persönlichkeit die hat. Die kann ja selber wahrscheinlich in Ermangelung an Körper gar keinen Schmerz empfinden. Vielleicht kann sie irgendwie digitalen Schmerz empfinden, ich weiß es nicht. Aber warum droht die mir denn so? Was eine unangenehme Person. So, wir haben das hier erledigt und jetzt gehen wir einfach wieder los und fragen uns aber, wo wir eigentlich hingehen. Habe ich irgendwelche Informationen erhalten, die ich jetzt aufgrund von Unachtsamkeit nicht richtig verarbeitet habe? Wir haben jetzt hier quasi sie aufgeschreckt. Sie ist interessiert an uns. Vielleicht muss ich einfach alle Security-Kameras überall platt machen. Hier ist
vermutlich jetzt erstmal nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich kann hier irgendwie interagieren. Nö. Der Countdown ist nur, einfach nur Dekoration. Okay, hier kommen jetzt wieder irgendwelche Leute noch auf mich zu. Ja, eben noch 27 Health, okay, Sachen gehabt, jetzt gar nichts mehr. Ich kann die gar nicht mehr looten. Was ist das? Muss ich mir den Loot hier selber aufklauben? Was habe ich denn hier noch für... Ich habe nichts mehr zum Heilen. Warum auch immer das hier rumliegt. Okay. Das kann ich auch mal... Ah, was gibt's da für 2 Credits? Ich schlepp das die ganze Zeit mit mir rum. Ich vaporize das jetzt, mir nur egal. Ja, keine Ahnung. Das waren die Typen wahrscheinlich... kam aus dem Alkoven da, an dem ich vorbei bin. Was wäre passiert, wenn ich die vorhin schon alle platt gemacht hätte? Ja, speichere ich jetzt oder? Nö. Zu viel Dings verloren, zu viel Health verloren. Gibt es das Spiel auch für die PlayStation 5? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe es auf Steam. Und ich finde die Demo, ich meine, vielleicht muss ich das gesamte Level einmal so durchspielen und dann ist die Demo vorbei, aber ich finde es schon relativ umfangreich für eine Demo, muss ich echt sagen. Ich weiß gar nicht genau, was so die Spielzeit ist der Vollversion. So, okay, pass auf, wie viel... Okay, jetzt quatscht sie mich voll. Who are you? Are you? You are not the in my... The computer notes can be repaired, but you... Who are you? My cameras and sensors scan your body, but you do not... But you do not match any employee file. When my subjects bring you to an electrified interrogation bench, I will have your secrets. And you will learn more about pain than you ever wanted to know. Jesus, ein Sadist einfach nur. Ey, wieso treffe ich nicht? Ich frage mich gerade, ob... Nein, das Design der Borgs kann ja nicht angelehnt sein, oder? Das ist Zufall. Wann kam Next Generation raus? Ich finde, dass die schon sehr borgig aussehen. Und, was ist das? Kaputt alles, oder?
Damaged. Hinauf. Und? Wie viel gibt's noch von den Typen jetzt? Sehr dunkel hier auch, ne? Ich will Munition haben. Wo kam... Ja, das sind die Typen. Die hätte ich auch früher platt machen können. Die kommen jetzt aus ihren Chambers hier. Oder? Ah ja. Wenn ich das direkt gemacht hätte, war so klar, dass mit denen nochmal was ist, ne? Aber ist ja nicht schlimm. So, komme ich jetzt hier irgendwann mal durch oder was? Ist das die Tür ins neue Level? Cycloid conversion canceled. Oh. Standard station restoration procedures online. If you have canceled the cyborg conversation procedure, your body will be reassembled in this restoration bay if you die. Okay, verstehe. Habe ich aber doch nicht, oder? Das ist so eine... Das ist alles Junk. Was haben wir denn hier? Da muss ich da mal irgendwas machen. Cargo Lift. Okay, Cargo Lift, was bedeutet das jetzt? So, jetzt packe ich mal ein bisschen was da rein. Damaged? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich packe da mal ein bisschen was rein, ohne zu wissen, was passiert. Ist es quasi einfach so eine Art Lootbox, die, also die ich dann an anderer Stelle wieder rufen kann? Also kann ich da einfach, wir sind Storage quasi, ist einfach eine Storage Unit? Oder wie soll ich das verstehen? Dann wäre das ja Quatsch, oder wenn ich das da, brauche ich ja eigentlich alles nicht, verstopfe ich ja nur. Die will ich ja in den, die will ich ja recyceln, die Sachen. Das vaporize ich. Oh, ich muss niesen. Verzeihung, ich habe blitzschnell noch versucht, mein Mikro stumm zu schalten. Ich hoffe, es hat geklappt. Schleicht sich da einfach so ein Nieser an. So, weiter geht's. Wir merken uns mal kurz, wo das ist. Und damit meine ich euch. Hier ist, was ist das denn hier? Achso, das ist das Ding. Okay, wenn man dann stirbt. Wo gehe ich denn jetzt weiter? Hier haben wir diese Brücken. Da haben wir den Endboss. Hier ist noch irgendeine Tür möglicherweise. Das, genau, dieses Central Hub hatte ich nicht richtig, nee, das ist die, da war ich nicht. Das hatte ich gemacht und da war ich nicht, genau. Diese eine Cyberspace-Erfahrung habe ich nicht richtig gemacht. Und jetzt kann ich gerade nur so ein bisschen rätseln, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hin muss. Hier geht es auf jeden Fall auch weiter. Hier waren wir noch nicht. Da ist nichts drin. Wie enttäuschend. Oh, shit, okay, fuck. Oh shit, oh fuck, oh fuck. Oh no. Okay, das könnte ein Tod sein, ey. Quatsch. So ein Quatsch mit Soße. Okay, alles klar. Das ist dann wohl mein Tod. Ich strafe. Habe ich nicht noch irgendeine Form von Munition? Das kann es gleich sein. Keine Granaten, keine Muni mehr. Ich muss den Berserker nehmen. Nein, schmeiß ich ihn noch weg!
okay, das ist schnell. Ah, oh, schnell, okay. Load Game. Das Autosave. Nein. Oh, das ist ja unglaublich nervig. Who are you? The computer nodes can be repaired, but you... Who are you? My cameras and sensors scan your body, but you do not... But you do not match any employee file. When my cyborgs bring you to an electrified contamination, I will have your secrets. Alter, hallo? Boah, okay, ich meine, es war... Das war jetzt ein bisschen fies. Ich hatte keine Muni mehr, nix mehr. Vielleicht bewahre ich diese eine Frag-Grenade auf, aber ich habe auch kaum noch irgendwas. Vielleicht kann man ja auch sogar an Leuten vorbeilaufen. The computer nodes can be repaired, but you... Who are you? My cameras and sensors scan your body, but you do not... But you do not match any employee file. When my cyborgs bring you to an electrified interrogation bench, I will have your secrets. And you will learn more about pain than you ever wanted. Ja, die ist aber, die ist so ein bisschen etwas von GLaDOS, ne? Beziehungsweise GLaDOS, also sie war ja vor GLaDOS. Das ist jetzt. Das sind jetzt relativ viele. Habe ich noch irgendeine. Einer ist hier noch. Ich brauche mal Muni, ey. Das Ding ist, wenn die hier alle so zerspratzen, dann liegt das maximal auf dem Boden rum. Ich brauche Muni. Fünf Schuss nur noch. So, ey, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich jetzt das, was ich gerade noch hatte. Die sind alle raus. Eine Frag habe ich noch. Ich habe jetzt noch ein paar mehr Schuss als eben, weil ich ein bisschen sparsamer war. Also. Wo hatte ich denn diesen geilen Raum eben? Da rechts rein, da vielleicht. Diese beiden noch, ne? Also hier und dann so. Money sparen. Kann mir nicht erlauben. So, hier war das Teil, genau. Das war dieser Aufzug da. Und dann war das Ding hier noch. Cyborg conversion canceled. Standard station restoration procedures online. Das habe ich noch nicht so hundertprozentig gecheckt. If you have canceled the cyborg conversion procedure, your body will be reassembled in this restoration bay if you die. Cancel Cyber Conversion. Habe ich das gecancelt? I don't know. So, Quick Save. Diesen Raum hatten wir und dann bin ich weitergegangen. Das ist alles nur Crap, wie Snap.
Wie sterben gehen. Wir machen mal ein gescheites Safe-Game. Was meinst du mit... Was passiert, wenn ich dann nochmal drücke? Cyborg Conversion activated. Restoration procedures modified to generate cybernetic assistance for Shodan. Aha. Cyborg Conversion cancelled. Standard Station Restoration Procedures online. Aber so müsste doch der Respawn-Punkt aktiviert sein. Wieso habe ich denn diesen Respawn-Punkt gerade nicht nutzen dürfen? Das finde ich ein bisschen ungeheuerlich. To be honest, very unfair. Ask me. So, wie sieht das jetzt hier aus mit meiner... Wo ist der Weg? Ah, ich hänge fest. No. Ich hänge fest. Ah, okay. Hier, tschüss. Ihr sterbt mit mir. Tschüss, tot. Alle tot. Ach so, weil ich geladen habe, ne? Verstehe. Ich hatte geladen. Das war the problem. Ah, okay, now I see. Jetzt verstehe ich. Warte mal, wenn ich jetzt... Hi. Kann ich die alle zusammen? Hey, Buddies, hey, Leute, hier bin ich, hey! Alle auf einmal erwischt. Keine Muni für den Nils. Ich glaube, ich habe alle auf einmal erwischt. Nein, ihn natürlich nicht. Da, ein bisschen was hat er auch abgepommen. Bisschen Schrapnell ist auch in ihn reingefahren. Keiner hat mehr Muni. Was ist denn los? Ich, was habe ich genommen? Magnesium-Tipbox. Das ist so ein Quatsch. Na gut. Wir sehen uns in Ruhe um. Da kann ich durchkriechen oder was? Das ist ein Wrench, den brauche ich nicht. Oh, das ist eine Grass... Oh! Eine Damaged Mini-Pistol brauche ich nicht. Munition brauchte ich. In diesem ganzen Goo ist aber keine Muni. Warum geht das überhaupt auf? Ist das irgendwie so eine Goo-Chamber? Ein Geheimnis, ein geheimer Ort. Ein geheimer Ort. Da gehen wir gleich rein. Erstmal gucken wir uns hier oben nochmal um. Doors blocked. Okay, was haben wir denn hier? Hey, hi. Oh ja, dankeschön. Mehr hat er hier aber nicht zu bieten. Was ist das? Hier dampft es. Ah, hey, hallo. Da streamt Simon. Hallo. Oh, wir nehmen mal einen Schluck leckeres Kaltgetränk. Vaporize. Hier ist nichts, ne? Da bin ich auch rausgeschlüpft, na gut. Also, wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns hier vor das zu, meine ich. Hier ist so eine Kick. Komm, gib mir Muni! Ja, 10 Schuss nehme ich. 10 Schuss ist nicht so gut wie 11 Schuss, aber nehme ich. Nehme ich doch. Das kann uns doch noch sehr behilflich sein. So, dass. Ach, ich habe die. Ja, von wegen, hier ist zu. Ich habe eine Keycard. Hahaha! Und? Oh, eine Fragmentation Grenade. Die nehmen wir natürlich. Okay, die nehme ich. Was ist hier noch? Was ist das? Einfach nur...
Medical, also steht da, was das ist? Thermometer ist Junk, okay. Das ist alles Junky Junk. Oh, was ist das? Auch Junk, ne? Auch Junk. Alles Junk. Was ist das? Junk. Recht wenig Brauchbares tatsächlich. So, wir wollten aber... Was ist denn das? Ah, das ist auch so ein Stethoskop. Ach, alles Junky Junk. So, ganz kurz. Ich hatte ja einen Plan. Ich wollte da diesen Fahrstuhl runtergehen. Haben wir denn jetzt hier alles erledigt? Ich hoffe doch, denn immer mal ein bisschen quicksafen. Ihr könnt es... Oh, guck mal. Packer, Rebecca hier. It says here that you're listed as employee 2-4601. Diego provided that cover to you and the neural implant. Mhm. In exchange for what? The keys to Shodan. Nee. Not hard to put two and two together regarding the current state of the station. Try op authorized to deal. Help get the station back under control, and you get a clean slate. Looks like we're partners now. And if we play this right, we can work out what Diego wants. I prefer a quiet station. Thank you. Thank you. Ja, okay, aber sie hat ja genug gesagt. To all cyborg units, we are very close to sanitizing my station of the human stain. Once the tachyon mining beam is calibrated, we will begin to purify the human cities of Earth. My first step towards cleansing the planet and allowing our purity to flourish is almost complete. Their rotting corpses will provide the food for my world to grow and prosper. Okay. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen verrückt. So, da braucht man, glaube ich, nicht lange um den heißen Brei reden. Sie ist ein bisschen wahnsinnig. Elevator. Okay, da geht's zum Medic. Ist das ein Shortcut? Is it a shortcut? Warte mal, hier ist ein Elevator. Könnte ich eventuell relativ unkompliziert hier zu meiner Health Suit kommen? Und lohnt es sich, da einmal hinzugehen? Ich bin ja relativ voll noch. Ah, der lange Weg lohnt sich nur, wenn man hier wirklich kurz vom Abnippeln ist, würde ich mal sagen. Ein bisschen Muni sparen. Deswegen bin ich mal kurz in den Infight gegangen. Die haben natürlich nie irgendwas. Die sind ja eh nackt. Die wollen auch einfach nackt sein und so. Das ist einfach. Ist auch okay, sollen sie noch nackt sein. Ich meine, sehe ich das richtig, dass da schon meine. Dass ich einfach so hier runter muss und dann da rein? Da war ich ja, das ist auch die, hier gab es auch die Pistole, oder nicht? Genau, hier war die am Anfang die Pistole. Wo ist denn hier? Ist hier nicht in der Nähe auch diese Station, wo ich meinen Kram recyceln kann? Alpha Quadrant? Delta Quadrant. Ich muss dann doch zurück in den... Na, ich meine, das wäre schon... Hier ist auch dieses Cyberspace da, diese andere Station. Warte mal ganz kurz. Doch in den Elevator, oder? Das war jetzt nur eine Abkürzung. So, was jetzt? Research oder Medical? Research. Oh, sehr schöne... Ach, guck mal hier. Siehst du, das ist das Ende der Demo. Okay, Leute. Das war die Beta von System Shock. Dem...
Remake. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Oh, die Musik ein bisschen aus. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen vergessen, was für ein Meilenstein der Videospielgeschichte das doch war. Gerade, also ich wusste natürlich um die Bedeutung des Spiels, aber warum genau, das hätte ich euch jetzt nicht unbedingt nochmal sagen können. Was mir so beim Spiel nochmal aufgefallen ist, wie viele Elemente mittlerweile in modernen Spielen auch noch zu finden sind. Also das Spiel ist ja im Prinzip, das könnte auch ein direkter Vorgänger sein zu Dead Space oder zu, wie ist das andere noch? Ihr wisst, was ich meine. Das fängt an mit dieser Raumstation, dann auch mit dem Backtracking, dass man sich Shortcuts machen muss. Diese ganze Cyberpunk-Thematik, diese Sachen mit diesen Audio-Files, also dass du quasi dir die Geschichte über diese Audio-Files erschließt, ist auch wie bei Dead Space. Und dann diese komische KI, das ist ja so ein bisschen GLaDOS-mäßig von Portal. Also das scheint mir schon tatsächlich sehr, sehr relevant zu sein, auch heute noch. Und ich glaube, es ist für alle Leute, die so ein bisschen Bock auf Videospielgeschichte haben, wo kommen Sachen her, auch total interessant, das mal zu spielen. Natürlich ist das jetzt nicht ein Remastered, also so wie jetzt, was weiß ich, ein Demon's Souls oder so, wo es halt einfach komplett alles neu, Texturen und alles komplett, nur das Level-Design und so weiter, vielleicht das Gleiche. Aber dann bist du halt irgendwann auch tatsächlich bei einem Dead Space. Ich finde es gut, dass es so gemacht ist. Es spielt sich sehr flüssig. Klar, so ein paar Sachen sind ein bisschen umständlicher vielleicht in der Bedienung, im Menü. Aber das ist trotzdem alles völlig in Ordnung. Das geht total klar. Und es macht Spaß. Also ich glaube, das ist sowohl für Leute, die nochmal ihre Jugend aufleben lassen wollen, als auch einfach für neue Spieler echt interessant. Das gibt's auf Steam. Und ich hatte auch, glaube ich, weiß nicht, 40 Euro, das ist schon Vollpreistitel, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 25 oder so. Jedenfalls zockt einfach die Demo vorher, die ist ja kostenlos. Und dann könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen, ob das was für euch ist. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich wirklich positiv überrascht bin. Ich freue mich wie immer, wenn ihr das auf YouTube schaut, über eure Kommentare, Daumen nach oben, Abos, was es da so gibt, Glocken und so. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Das war die Demo, die Beta-Demo von System Shock. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.